Hallihallo. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mir hier ein paar Sachen bereitgelegt und möchte diese Glasvase, die ich so richtig, richtig klasse fand, die habe ich entdeckt beim möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, fand die aber preislich sehr attraktiv. Die musste ich gleich mitnehmen und ich fand überhaupt dieses Geschwungene, also ja, sagte mir sehr zu. Nun möchte ich ganz gern dort keine Blümchen hineinstellen, was ich irgendwann mit Sicherheit auch mal tun werde, sondern wollte eigentlich meinen Muscari unterbringen und habe hier noch einen kleinen Magnolienzweig, der auch schon anfängt zu blühen in einem wunderschönen Rosa. Jetzt geht's nämlich los. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen bereitgestellt und zur Aufgabe gemacht. Ich möchte hier keine Erde hineinsetzen, sondern werde das Ganze ausstopfen, ausschmücken mit Packpapier. Ein paar Blätter habe ich mir noch bereitgelegt. Ich denke, ich lege einfach los. Und zwar war meine Idee, ich wollte sehr, sehr gern hier meine kleine Vase mit meinem Magnolienzweig mit einarbeiten. Und die Vase findet somit auch als allererstes seinen Platz. Ein bisschen Meerwasser. Ein bisschen Meerwasser. Ein bisschen Ostseewasser vielleicht. Oder ein bisschen Nordseewasser. Ein bisschen Meerwasser. Nein, ein bisschen. Nicht so wenig Wasser, sondern gern ein bisschen mehr Wasser. Typisch deutsch. So, und jetzt lege ich los und pack mal hier so ein paar Sachen hinein. Und stopfe mal ein bisschen aus. Also ich habe es auch noch nie gemacht. Gebe ich zu. Und hoffe, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle. Schauen wir einfach mal. Ich habe mir immer so kleine Abschnitte von der Rolle abgerissen, einfach ein bisschen zerknautscht. Und so, die Vase, die muss auch nicht ganz gerade stehen, also das sieht man nachher sowieso nicht mehr. Jetzt werde ich auch meinen Muscari hier schon ein bisschen platzieren. Den werde ich. Und sieht man die Alufolie so arg. Also ich habe ihn ja einmal mit Alufolie umschlungen. Einfach nur, wenn ich mit ein bisschen Gießwasser hergehe. Also ein bisschen Gieß, dass es nicht durchläuft. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass man hier das Silberne so arg sieht. Ja, eigentlich ist auch schon recht gut gefüllt. Man kann natürlich Erde nehmen, aber ich finde das jetzt irgendwie mal ganz charmant. Auch an die kleine Vase muss ich immer mal wieder herankommen, wegen des Gießens. So, jetzt habe ich hier noch ein ganz paar kleine Sachen. Mir hier so einen Kranz bereitgelegt. Und diesmal kein Birkenkranz. Das ist irgend so ein Reisig. Ich, keine Ahnung. Ich dachte ursprünglich immer, das ist knöterig, aber das ist, glaube ich, gar kein knöterig. So, das binde ich ganz, ganz locker hier umher. Also schlinge ich einfach nur ein bisschen herum. Brauche ich auch nicht weiter befestigen. Jetzt komme ich auch gleich zu meinem Ast. Vorher möchte ich aber einfach noch ein paar Blätterchen mit auflegen. Hier und da wollte ich eigentlich auch mein Moos mit einarbeiten. Ich habe hier so ein ganz bisschen Buckelmoos. Finde ich persönlich immer sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen, wo ist meine Vase? Da. So, jetzt haben wir hier. Habe ich mir mal aus einer anderen Deko rausgepult. Und dann lege ich das einfach draußen hin. Das ist hier und da mal ein bisschen Feuchtigkeit abbekommt. Gieß sonst auch mal ein bisschen. So. Ja, sieht das schon ganz charmant aus. Jetzt werde ich mal meinen Ast hier mit reinsetzen. Oh ja, das mag ich. So, jetzt habe ich hier auch noch ein bisschen andersfarbenes Moos. Ja, jetzt muss ich schauen. Es wird langsam schon hier wirklich voll. Eigentlich mag ich es immer sehr, wenn man die Zwiebeln der Pflanze sieht. Also die Muscari, die wird richtig, richtig lange. Also ich werde von dieser
Deko richtig lange was haben, weil die schießt jetzt in die Höhe. Dann kommen die Blüten und auch die sind wirklich, wirklich, wirklich extrem lange präsent. Dann kommen nochmal neue Blüten nach. Man kann die alten oben einfach dann auch entfernen. Also Muscari mag ich richtig gerne. Anders als bei Narzissen beispielsweise. Na, noch mal im Stube, nach 2 Tagen stehen die schon richtig hoch und blühen. Ja, und nach, ich sag mal, 4 Tagen ist das Ganze eigentlich schon nicht mehr so schön. Also eher so, dass man es schon austauschen könnte. Aber ja, also vom Muscari habt ihr wirklich ganz, ganz lange was. So, und jetzt setze ich einfach nur 2 Zapfen noch hier hinein. Mehr auch wirklich nicht. Und wenn nachher mein kleiner süßer Magnolienast verblüht ist, entweder tausche ich ihn aus gegen einen neuen oder ich hatte eben auch schon einen in der Hand, setze einfach einen anderen Ast hinein, den ich einfach beim Spazierengehen mitnehme. So, jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen Band mit anbringen und ich habe hier einmal Naturband und einmal so ein richtig schön saftiges Grün. So, Schere. Nehmen wir mal die hier. So. Meine Idee war, hier nur oben am Rand, oh, ich habe ein bisschen viel abgeschnitten, macht nichts, hier oben am Rand ganz locker. Ups. Wenn ich mal am Rand bleiben würde. So, also nochmal. Die Idee war, hier oben am Rand ganz locker ein farbiges Band mit einzubringen. So, gleich haben wir es. Ich glaube nicht, dass man das jetzt zwingend festknoten muss oder so. Schaut doch richtig, richtig klasse aus. Also wirklich eine Mischung aus Frühling. Und wenn ich da jetzt Momentus noch ein ganz bisschen Schnee mit ins Spiel bringe, dann ist das so ein Bild. Ups, das war ein Schwung viel, aber momentan ist draußen ja aber auch ordentlich was los mit Schnee. Also auch wir hier im Norden haben endlich mal ein bisschen Schnee abbekommen. So. Wie eine gute Prise Salz in der Suppe ist hier jetzt eine gute Prise Schnee. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass dieses kleine süße Holzbrett wunderbar das Ganze abrundet. Auch hier habe ich 2 kleine Gläschen mir dazu geholt. Auch hier habe ich das Band mit eingearbeitet. Also auch einfach nur, um den Hals der süßen kleinen Vase rumgewickelt. Also es ist kein Muss. Ihr könnt gucken, was ihr mögt, was ihr da habt. Ja, und wenn ich dann abends einfach mal meine Kuschelsocken anziehe, meine Kuscheldecke zur Hand nehme, meinen kleinen Kuschelhund aufs Sofa ruf und wir uns das so richtig schön kuschelig machen, finde ich, ist das doch auch wirklich die perfekte Deko dazu. Wir müssen natürlich aufpassen, hier und da sind so ein paar Sachen, wo man halt schauen muss. Man kann ja auch abends die Kerzen einfach von dem Tablett runternehmen, davor stellen, genießen und wenn man zu Bett geht, stellt man sie einfach wieder rein. Oder ihr macht da LED-Kerzen rein. Schaut einfach mal, was ihr mögt. Ich mag so echte Kerzen, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz gerne. Aber lasst es bitte, bitte nicht unbeobachtet stehen, dass hier irgendwas anfangen könnte, vor sich her zu brutzeln. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude daran. Ich denke, ich werde es haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao. Sagt eure Deko-Jana.